Rieche Funken! Weg mit dir. So. Ja, da sind wir wieder, ne? Jetzt sind wir bei Creature Funk angelangt. Erster Versprecher nach 10 Sekunden, das ist, glaube ich, ein neuer Rekord. Jetzt sind wir bei Creature Funk angelangt. Und ja, Vorgeschichte ist relativ kurz. Nachdem ne, The Breakup dann raus war und jetzt dann klar war, okay, es wird zumindest jetzt nicht für die nächste Zeit irgendwas Neues erscheinen, war ich natürlich so, okay, ich muss irgendwie versuchen, so viel wie möglich von den Puppet Masters zu bekommen, was irgendwie alt war, was ich jetzt noch nicht kannte. So, ja, dann gab es halt nur das Creature Funk, was noch übrig war. War jetzt nicht ganz billig, also natürlich zu dem Zeitpunkt dann schon. Wie alt war das denn da? 6, 7 Jahre, glaube ich, schon alt, bevor ich, als ich mir das geholt habe. Und ja, natürlich auf Amazon, eBay irgendwo mal geguckt. Ich glaube, für 25 Euro dann bekommen. Also nicht ganz günstig. Aber ich wollte es natürlich haben. Und ich habe es ersteigert, habe es bezahlt, habe es dann eben, während ich im Urlaub war, bekommen. Und kam heim. Mega Paket war da, voll ausgerastet. Aufgerissen und direkt reingesteckt, ne, das gute Stück in den CD-Player. Ja, damals Freund von mir, auch gerade auf den Trichter gekommen, Puppet Masters, der war auch im Urlaub, der war ein bisschen länger als ich, habe ihm geschrieben, hey, Album ist da, er so, ja, cool, geil, erzähl mir sofort, wenn es da ist. Haben wir dann gemacht und haben uns dann zusammen angehört. Genau, so, bevor wir weitermachen, ich hole das gute Stück mal raus. Ah. So sieht das aus. Creature Funk, erstes Studioalbum der Puppet Masters. Kam 2003 raus. Und ja, also das ist so der Meilenstein, den man quasi nennen kann. Da hat es angefangen. Gab davor zwar schon eine Vinyl, wo man käuflich erwerben konnte. Aber das war das erste Album der Puppet Masters. Genau, was ist besonders daran? Also haltet euch fest, Leute, das ist was richtig Cooles. Und zwar auf der CD ist ein Spiel drauf. Das Spiel ist simpel, aber ich finde es echt richtig cool. Und zwar ist das ein Spiel, da, wo ihr quasi, ihr seid, wer ist denn dann da? Ist man Bloke? Also der Clown? Doch, man ist Bloke, genau, der Clown. Und der will zu den Puppet Masters und die sagen, ja, pass auf, du musst erstmal sein Können unter Beweis stellen. Und dann geht's los, da hat man drei Titel und die werden dann quasi von Mr. Maloke, Snuggles oder wem auch immer, wer da im Lied vorkommt, grabbed. Und man muss quasi dann, ich glaube mit zwei verschiedenen Tasten, dann mitrappen. Das heißt, du hast deinen Part, dann sieht man also eine Spalte, hoch, runter, A, B, links, rechts, also halt sowas. Und genau, und da muss man das quasi wie bei, also Art Guitar Hero kann man nennen, ne? Nur ein bisschen einfach, konnte man dann versuchen, den Text nachzurappen. Ne? Das gab drei, ich glaube Miss Bumblebee, so ein Songs kommen wir später, war das einfachste. Hip Hop Police war Nummer 2, das war so mittelschwer, und Troublelicious 2 war das ultra fucking schwere Ding. Und das ist schon cool, also das ist jetzt, also ich habe ein bisschen gebraucht, bis ich das Schwerste dann perfekt geschafft habe, das hat ein bisschen gedauert. Macht auf jeden Fall immer wieder Bock, das mal wieder kurz reinzulegen, ein bisschen zu spielen. Finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Idee. Schade, dass es jetzt mit neuen Alben da ist, leider nichts mehr in der Richtung kam. Den könnte man in einer neueren Version gerade nochmal so machen. Genau. Sonst, ganz kurz, wie das Ding aussieht. Wir haben hier einmal die CD hier drin. Rückseite sehen wir Maloke, Snuggles, Wizard und etwas Undefinierbares, was ich jetzt nicht ganz sehen kann. Weiß es nicht, was das hier sein soll. Das ist ganz, ganz schwer erkennbar. Frogger vielleicht. Man weiß es nicht. Oder Crucio. Ich kann es nicht sagen. So, dann haben wir hier vorne einmal das Bild. Haben wir Maloke, Snuggles, Wizard, Turbit, Frogger, Crucio, Rhino und Rhyme-O. Von dem war später nie wieder was zu hören. Aber gut. Genau. Machen wir das Ding mal auf. Haben wir ein großes Bild hier drin. Hier wieder Maloke. Vorne oben sehen wir auch Crosetti, Crucioliner, nochmal Frogger.
Buddha, Hypnotist, genau. Rückseite haben wir auch noch mal ein paar Sachen. Genau, einfach alle Puppet Masters, Hammerhead sehen wir oben noch. Pit, Lisa, genau, alles mal so ein bisschen durch. Und wir haben hier einmal den Text von Re-Evolute drauf mit den Puppets. Allerdings nur den ersten Part, was ich ein bisschen schade finde. Ich finde, ja gut, hätte vielleicht nicht drauf gepasst, der zweite, aber finde es jetzt ein bisschen blöd, dass nur der erste Part drauf ist. Und hier drin nochmal, ja, so Producer und so weiter und so fort. Genau. Das war's schon zum ersten Teil. Also Vorgeschichte plus Vorstellung des Albums. Und genau. Part Nummer 2. Wie gewohnt gehen wir ins Musikalische. Dann sehen wir uns gleich, ne, Freunde. Aufs nächste Video klicken.